Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Faster Than Light featuring Let's Ask Günther Shadow, Bestandteil meines 800 Abonnenten-Specials, in dem ich Fragen von euch beantworte, wenn es welche gibt und wenn mich nicht gerade die Zockersucht packt und ich mich nicht mehr beherrschen kann und einfach weiter zocken muss. Wir sind momentan in Sektor 6, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit und Frage ist jetzt, wo gucken wir zuerst vorbei? Ich würde sagen hier und dann beim Store. Oder da und dann beim Store. Da und dann da. Ja, wir versuchen mal, ob wir die drei abklappern können. Ja, wir sind unterwegs immer noch mit der... ein Schneckenabfangjäger. Ja, wir geben dem 3 Sprit. Und wir kriegen eine Hull-Missile von ihm. Okay. Das ist nett. Fliegen wir hier runter. So wie ich es ursprünglich vorhatte, so machen wir es jetzt auch. Wir sehen einen Energy Bomber, der Zoltan. Und die wollen, dass wir ihnen ein. Oder sind es wirklich. Sind es Sklavenhändler oder sind es Zoltan? Das ist ein Piratenschiff. Ein Zoltan-Piratenschiff. Die wollen ein Crewmitglied von uns haben. Das machen wir natürlich niemals mit. Und sie haben fette Waffen am Start. Wir schießen alles, was wir haben, auf ihre Schilde erstmal oder auf ihre Waffensysteme. Wir schießen auf ihre Waffensysteme und mit dem Ionenblast auf ihre Schilde, würde ich sagen. Wobei es eigentlich wurscht ist, auf die Waffensysteme. Wir müssen erstmal sowieso hier durch ihren Zoltan-Schild durch, der ziemlich fett ist. Gut, sie sind noch nicht durch unsere Schilde durchgekommen. Und unser Artillery Beam hat hier richtig reingehauen. Sie bieten uns einen Sklaven an, wenn wir sie nicht zerstören. Ich weiß das gerade nicht so genau. Ich meine, Crewmitglieder kann man natürlich immer gebrauchen. Ich weiß ja nicht, was das jetzt für eins ist. Ja, wir akzeptieren das. Oh, Felicity! Eine Mantis-Dame. Stehen wir mal mit in die Medbay. Da würde sich ja jetzt doch fast der Teleporter mal wieder lohnen. Fliegen wir noch zu dem Distress Signal. Schauen wir uns mal an, was da los ist. Da ist ein Schiff in einem Asteroidengürtel eingeschlossen. Ich würde sagen, wir versuchen Helden zu sein und retten sie. Und wir kriegen 26 Scrap. Zum Laden. Okay, Hull Repair Drone. Tja. Ich würde sagen, die Hull Missile setzen wir nicht ein, sondern wir bleiben bei der Breach 2. Wir haben uns auch noch den Teleporter. Und, gib mir da all deinen Sprit. Und wir jumpen weiter. Da ist ein Asteroidenfeld. Das könnte interessant sein, da zu kämpfen. Wir haben allerdings nur einen Schutzschild Stufe 3. Ich weiß nicht genau. Lass mich mal gucken. Moment mal. Erstmal upgraden wir mal unsere Sensoren. Fliegen wir mal dahin. Wir gucken es uns mal an. Wir gucken es uns mal an. Oh, er hat ein Dreier-Schild, genau wie wir. Und er hat viele Angriffsdrohnen. Eine Menge Strahlenwaffen am Start. Und wir geben hier erstmal Vollsprit auf ihn. Das könnte natürlich jetzt gefährlich werden, denn seine Drohnen schießen auf unsere Schilde. Gut, der erste Asteroid hat seine Drohne ausgeschaltet. Ja, das war brutal. Das war brutal. Da ist was kaputt gegangen, Kinders. Aber wir haben zum Glück genug Crew-Besatzung, um unsere Systeme wieder zu reparieren. Und er hat mit dem Ionenblaster doch tatsächlich einen Teil unserer unserer Waffensysteme ausgeschaltet. Okay, unsere Systeme funktionieren wieder. Ja, versuchen wir seine Schilder auszuschalten.
bekommen wir die Schilde schnell wieder hoch. Seine Schilde sind mal auf jeden Fall beeinträchtigt. Gut. Oh, wir haben Schaden bei unserem... Echt? Bei unserem Artillery Beam? Wer hat den denn getroffen? Gut. Damit wäre sein Schiff Toast. 53 Scrap, 2 Fuel und eine Rakete. Unser Raumschiff hält da locker Stand. Wenn die Schilde halt oben bleiben, ne? Ja, fliegen wir mal hier hin. Ein Mantisschiff. Die wollen auch einen Crewmember von uns haben. Das kriegen die nie. Und sie haben einen Teleporter und sie werden auf jeden Fall einen Angriff gegen uns versuchen. Schießt mit den Raketen hier hin und die Ionenkanone auf ihr Schild. Nee, auch auf die Waffensysteme. Oder nee, auf das Pilotensystem. So, gucken wir mal, wo er an Bord kommt. Okay, greifen wir ihn an. Holen wir die zwei hier rüber. Ich schicke sie mal zurück. Kurz heilen. Die werden das nicht schaffen, unsere... Nein. Aufgeben ist da keine Option. So, dann wäre jetzt die Frage, wie machen wir weiter? Ich würde natürlich gerne ihr Schiff einfach übernehmen. Ihre Waffensysteme sind ausgeschaltet und können uns nicht gefährlich werden. Insofern benutzen wir den Ionenblaster. Eine Medbay haben sie auch nicht. Ihre Sauerstoffanlage ist im Eimer. Wir schalten den Artillery Beam runter. So, jetzt warten wir mal, dass sie hier ihr Schiffchen reparieren. Höhlenschäden scheinen sie ja keine zu haben. Teleportieren wir sie mal in den Schutzschildraum. Den machen wir mal auch aus. Ja, gut. Komm. Ja, du läufst mal hier rüber. Lauf mal hier hin. Hol mir mal die Jungs zurück. Schick's nur in die Medbay. Der kann ja mal weiter seine Systeme reparieren. Der kann auch ruhig mit seinen Strahlenkanonen da auf uns schießen. Da macht er uns überhaupt keinen Schaden. Absolut unrealistisch für uns. Für ihn. So, die Jungs sind geheilt. Nehmen wir mal hier Rap the King Jr. mit. Der muss geheilt werden. Ab in die Waffensysteme. Mach ihn kalt. 73 Scrap. Hahaha. Und, was? Oh, wir haben noch Nelis bekommen? Noch einen. Cool. Okay. Noch ein Crewmitglied. Du gehst mal in die Medbay und du gehst hier hin. Na, da haben wir doch, hat sich das mal wieder gelohnt, die Sklavenhändler anzugreifen. Dann geht ihr jetzt mal gerade hier hin. Aber ich habe das natürlich nur für das Geld gemacht. So, Waffensystem einmal upgraden für den Hüllenlaser. David ist unser Schildmeister. Felicity war einfach nur so unsere Kampfangriffsfrau-Dingens. Okay. Alles klar. Jumpen wir.
ein Schiff der Felsenmenschen und so. Haben Sie eine Medbay? Nein. Holen wir uns eine Defense Drone, um die Raketen abzuschießen. Nehmen wir mal erstmal unsere zwei Mantis hier hoch. Und dann nimmst du den Mann mit hier hin und dann nimmst du noch Alex mit. Und das erste, was wir machen, ist, wir schicken die Jungs mal hier unten hin. Echt jetzt? So knapp? Dann ab hier hoch. Und dann ab hier runter. Und dann hol die mal zurück. Und schick sie in die Medbay. Da habe ich jetzt keine Angst vor. Sehr gut. Unsere Boarding Crew schicken wir mal wieder rüber. Am besten hier in den Pilotenraum. Da haben wir nämlich einen Kampf in Überzahl dann. Oder ziemlich schnell zumindest. Sehr gut. Sehr gut. 50 Scrap und 4 Sprit bekommen wir. Hat uns die Rakete jetzt getroffen oder nicht? Würde ich jetzt gerne wissen. Geh mal in die Medbay. Davin ist nicht nur unser Schildmeister, sondern auch noch ein verdammt guter Kämpfer. Nehmen wir Nellis mal noch mit. Ist ganz gut, wenn wir noch jemanden mit an Bord haben, der dafür zuständig, der noch ein bisschen kämpfen kann. Ich glaube, wir machen jetzt aus Felicity und Nellis unsere Boarding Crew. Wir sind ja noch in Sektor 6, haben da also noch ein bisschen Zeit. Jumpen wir hier runter. Ja, so, Frage. Habe ich ja ganz lange nicht mehr gehabt. Also, Raron, VD93. Schreibt mir, ob ich mich gerne mit der deutschen Geschichte beschäftige oder zum Beispiel auch mit dem Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Ich glaube, ganz allgemein ist es so, dass Deutschland eine sehr, sehr bewegte Geschichte vor allen Dingen hat, die ich äußerst spannend finde. Und ich möchte mich auf jeden Fall mit der deutschen Geschichte so ganz generell auch beschäftigen. Ich finde sie sehr spannend. Es ist einfach auch interessant zu sehen, wie sich Deutschland halt heute entwickelt, wenn man es auch mal mit früher vergleicht. Und das halt auch aus so einem, ja, man muss ja sagen, Deutschland war ja lange Zeit so ein Kriegstreiber in Europa, dass daraus doch auch so ein friedliches Land geworden ist, jetzt im Rahmen der Europäischen Union und der EU-Erweiterung etc. Und ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Entwicklung und besonders interessant ist da für mich der Aspekt, dass Deutschland natürlich auch in Europa so viel mitzureden hat. Aber natürlich nicht alleine irgendwie Europa bestimmt. Verfassungsrecht ist in dem Sinne natürlich auch interessant, weil die deutsche Verfassung eine sehr interessante Verfassung ist. Vor allen Dingen, wenn man sie vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung betrachtet, also wenn man sie vergleicht mit der Verfassung der Weimarer Republik und inwiefern Weimar bestimmend war für die Entwicklung der heutigen deutschen Verfassung. Dass man also sowas hat wie ein konstruktives Misstrauensvotum und dass man eine 5%-Klausel hat. Das sind alles ganz interessante Sachen, die sich aus der Geschichte her erklären. Warum sind meine Sensoren eigentlich nicht aktiv?
Haben die meine Sensoren irgendwie gejammt oder so? Naja, okay. Ja, und ich muss jetzt sagen, ich bin kein Jurist, kenne mich mit Verfassungsrecht eher so auf einer politischen Ebene aus. Also zum Beispiel, ich finde es ja auch toll, dass wir sowas, oder dass Deutschland sowas wie ein Bundesverfassungsgericht hat. Was ja auch eine sehr, sehr interessante Institution ist, natürlich auch wieder historisch betrachtet. Wobei man sagen muss, die Entscheidung zum europäischen Rettungsschirm fand ich ein bisschen zwiespältig. Insofern, wir bauen mal, glaube ich, nur die. Ich glaube, den Artillery Beam, den brauchen wir nicht unbedingt. Ich schieße mir erstmal die Med Bay zusammen. Ja, da hat das Bundesverfassungsgericht meiner Meinung nach jetzt nicht so eine gute Figur gemacht. Aber an sich, dass es halt diese Einrichtung gibt, ist halt sehr interessant. Oh shit, wir bräuchten mehr. Wir bräuchten mehr. Warte mal, jamme mal mit der Ionenkanone die Med Bay. Und dann warten wir mal, bis die. Nee, Moment mal. Ah, wie machen wir es am besten? Ich will ja gerne rüber teleportieren. Wisst ihr ja jetzt schon, dass ich das vorhabe. Warten wir mal, bis die Sachen aufgeladen sind. Oh, das hat nicht funktioniert. Na, das war ja ein Volltreffer. Sind das Rock-Leute? Ja, scheint so. Oh, gut ausgewichen, Kollege. Okay. Genau. Jetzt schießt man hier noch auf den Raum. So, die wollen gerne aufgeben. Ne, wir akzeptieren das nicht. 105 und 75 hat er. Okay. Dann hören wir mal auf damit. Sondern versuchen stattdessen die Med Bay weiter zu beschädigen. Teleportieren die Crew hier rüber. Kann nicht sein, der wird geheilt. Obwohl ich die Med Bay hier mit meinem Ionenwerfer lahmlege. Das ist ja ätzend. So, dann müssen wir jetzt warten, bis die Crew wieder fit ist. Dann müssen wir die zurückholen. Hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Und immer ganz schnell zurück. Ich wollte eigentlich nicht mit dem Hüllenlaser schießen, sondern mit dem Ionenwerfer. Das wäre ja fast mal schief gegangen, ne? Krass. Ja, also Raron, wir können uns da gerne drüber unterhalten. Wie gesagt, auch hier Let's Talk und so weiter. Ich finde, das ist eine interessante Sache. Ich bin halt nicht der ausgewiesene Experte für sowas. Aber wenn du irgendwelche Fragen hast oder so, dann tue ich natürlich alles, was ich kann, um da irgendwie behilflich zu sein. So, wir holen jetzt mal die fetteren Schilde noch. Springen wir schon zum Ausgang? Wir springen schon zum Ausgang, ja. Hier gibt es nicht mehr so viel zu holen für uns. Ja, also deutsche Geschichte, muss ich noch dazu sagen, vielleicht interessiert mich nicht nur
die Zeit bis 45 oder so und ab 1914, sondern wirklich allgemein. Also mich interessiert wirklich die ganze Bandbreite, auch die Vor- und die Frühgeschichte, finde ich total spannend. Ich habe kein Scrap mehr. Mist. Schade, nächster Sektor. Sultan-Sektor oder Piratensektor? Wir sagen Sultan-Sektor. Ist natürlich problematisch, wenn wir auf viele Sultan-Schiffe treffen, weil die so dicke Schilde haben. Aber wir haben ja jetzt auch dicke Schilde. Da ist ein Asteroidenfeld, das interessiert mich nicht. Ich suche noch einen Store. Gehen wir mal hier hoch. Die Sultan wollen, dass wir bei einer Studie mitmachen. Machen wir, okay, gibt 36 Scrap. Dann finden wir hier ein Distress-Signal. Fliegen wir da mal hin. Ist wahrscheinlich eine Falle, aber egal. Ja, es ist eine Falle. Ah, ne, ist doch keine Falle. Zwei Sprit wollen die. Ja, kriegen sie. Und wir kriegen 74 Scrap. Sehr geil. Da ist noch ein Distress-Signal. Okay, von einem Mond kriegen wir eine Lebensform angezeigt. Gehen wir mal hin. Das ist ein Bekloppter und weil wir schon voll sind, wollen wir den nicht an Bord haben, denn der kann auch das Schiff sabotieren. Deswegen lassen wir den jetzt mal da zurück. Wir fliegen hier runter. Und, oh, fettes Rebellenschiff, fettes Rebellenschiff. Oh, fettes Rebellenschiff. Die haben Transporter. Ich weiß noch nicht, ob sie zu uns rüber beamen wollen. Wir holen mal auf jeden Fall die Verteidigungsdrohne, denn ich möchte vermeiden, dass er mir hier... dass er mir hier meine schöne Hülle noch weiter beschädigt. Und wir feuern aus allen Rohren auf seine Waffensysteme. Ja, da habt ihr euch mit den Falschen angelegt. Sie greifen unseren Artillery Beam an, okay. Gut, seine Waffensysteme sind in Brand geraten. Er haut ab. Wir gehen in die Medbay. Und, sollen wir seine Medbay ausschalten? Zeigen wir mal gerade, was hat er denn da so? Würde sich auf jeden Fall mal anbieten, da seine Waffensysteme noch brennen. Warte mal, aber den Ionenblaster, doch, den brauchen wir eigentlich. Schalt mal gerade die Verteidigungsdrohne ab und gib mir dafür Power auf die Medbay. Ja, warte mal, bis der Hüllenlaser aufgeladen ist. Nö. Sind meine Jungs wieder frisch? Ja. Die Typen sind total im Arsch eigentlich, ha? Oder? Wir warten mal gerade einen Moment. Beamen wir mal in die Medbay. Dann können wir den Typen da ausschalten. Ah ja, der haut direkt ab. Mein Kalt. Sehr gut. Oh, wir kriegen eine Hull-Repair-Drohne. 77 Scrap, ein Drohnenteil und 5 Sprit. Ja, also man kriegt halt schon... Man kriegt halt schon geiles Zeug, wenn man die Dinger erobert, ne? Muss man sagen. Heilen wir unsere Jungs.
sind jetzt nicht die besten, aber sind noch nicht so schlecht. Und die Hull Repair Drohne braucht nur 2. Das könnten wir im Endkampf gut gebrauchen. Wir haben eine Defense 1 gegen Raketen. Wir haben die Hull Repair Drohne. Wir müssen unseren Antrieb auf jeden Fall noch upgraden. Und wir müssen unseren Reaktor noch upgraden. 70, 140, 175. Klingt auf jeden Fall nach einer lösbaren Aufgabe. Wir holen uns erstmal den vollen Reaktor. So, jetzt zeigen wir gerade, welche Systeme du starten kannst. So, wir können alle Systeme starten, außer die Drohnen. Ist aber in Ordnung, wenn wir die Medbay abstellen. Jetzt crasht das Ding auch noch wegen dem Feuer an Bord. Ist ja krass. Okay. Waffensysteme sind voll, fast voll ausgebaut, ne? Einer fehlt noch. Wir haben noch die Breach. Statt dem Hüllenlaser vielleicht. Okay. Aber das müssen wir mal gucken. Dann könnten wir den Antrieb noch ausbauen. Kriegen wir noch mehr Evade. 5% immerhin. Autopilot lassen wir mal weg. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Frage ist, ob wir halt noch unsere Drohnenkontrolle oder so pumpen wollen. Ich weiß es noch nicht genau. Da unten ist ein Asteroidenfeld. Das mag ich nicht so gerne. Vor allen Dingen in Sektor 7 nicht. Deswegen springen wir mal hier oben hin. Möchte ich gerne vermeiden, dass wir da lang müssen. Hier ist nix. Da könnte ein Schiff sein. Ja, ist es sogar. Ein automatisiertes Schiff mit Drohnen. Da müssen wir höllisch aufpassen. Versuch mal, seine Waffensysteme zu beschädigen. Denn wenn wir seine Waffensysteme runterprügeln, dann haben wir definitiv gute Karten gegen ihn, weil er hat viele Beamwaffen dabei. Ich kann meine Leute nicht rüber teleportieren, die werden nämlich ersticken. Das Ding hat ja keine Sauerstoffanlage. Daneben. Hoffentlich treffen unsere... Sehr gut. Ja, das ist nämlich das Problem. Er konnte nochmal schießen. So eine Scheiße. Nimm mal meine 2 Engi, um das Ding da zu löschen. Der hat noch Waffen, nachdem ich ihn... komplett mit der ganzen Marie da erwischt habe. Uah, und alles daneben, Alter. Ich schieße auf die Schilde. Wir setzen mal eine Hüllenreparaturdrohne ein. Dann sind wir da ein bisschen unabhängiger von dem nächsten Store. Die 3 bitte auf seine Schilde. Waffensysteme sind komplett down. Wir warten, bis der Hüllenlaser fertig ist. So, und jetzt volle Möhre. Zack. Das Ding haben wir 2-mal platt gemacht, würde ich sagen. 2 Sprit, 2 Raketen, 64 Scrap. 10 Raketen, 10 Bomben haben wir. Gut, gut. Irgendwie aber hat meine Power die nochmal. Der repariert doch 5, habe ich gedacht. 1, 2, 3, 4 und hat aufgehört. Okay, naja, egal. Medbay powern bitte. Teleporter bitte auch. Meine Engis sind geheilt. Okay. Ich schiebe den einen wieder hier hin, den anderen hier hin. Jumpen wir. Es geht hier weiter.
Okay, Rebellenschiff, das uns angreifen will mit vielen, vielen Strahlenwaffen. Ich schicke die Crew rüber in den... Wir müssen aufpassen, wir können hier nämlich nicht abhauen. Vielleicht warten wir mal den ersten Treffer ab, oder? Waffensysteme deaktivieren erstmal. So, dann schießen wir mal auf den Engi oder sollen wir auf den Kapitän schießen? Wir schießen mal auf den Kapitän. Gut, der ist beschädigt. Hat uns mit der Bombe erwischt. Der teleportiert jetzt erst noch, würde ich sagen. Den Hüllenlaser habe ich schon abgefeuert, okay. Dann. Die Bombe scheint nicht getroffen zu haben. Ah ne, sie ist noch nicht angekommen. Dann schicken wir die mal ins Cockpit. Unsere Teleporter-Jungs. Und, ne, Moment mal. Schicken sie in den Waffenraum. Ich will seine Waffen ausschalten. Und die Ionenkanone schießt auf seine Schutzschilde. Ja, ja, und meine Crew ist ja nur drüben. Nehmen wir ihre Kapitulation an. Ich habe vergessen, den Artillery Beam abzuschalten. Das hätte ins Auge gehen können. Ich bin so ein Depp. Ich bin echt so ein Depp. Mir fehlt echt noch voll der Überblick hier über die Systeme, die wir hier am Schiff haben. Verdammt. Oh, ein Store. Da wollen wir hin. System Repair Drone. Gar nicht so schlecht, das Teil. Drone Recovery Arm. FTL Jammer. Okay. Können andere Schiffe nicht so jumpen, aber das wird wahrscheinlich nicht für den Endboss gelten. Okay. Also ich denke, die Scrap Recovery Arms können wir verkaufen. Die werden wir nicht mehr brauchen hier. Die Frage ist halt, will ich noch meine Drohnensysteme irgendwie powern? Also dass ich halt Defense- und Hüllenreparaturdrohne gleichzeitig einsetzen kann. Ich hätte gerne noch irgendeine gute Waffe gehabt. Also diesen Drone Recovery Arm, den brauche ich auch nicht eigentlich. Hätte halt lieber nur irgendwas, was die Defensive erhöht. Jetzt sind wir mal gerade. Na, ja, da ist kein Laden mehr, ne? Wir können halt natürlich nur hier in den Nebel. Wir können hier hin, können wir noch. Und dann in den Nebel und dann zum Ausgang. Aber es ist halt immer das Problem, ob man im nächsten Sektor noch, ob man im nächsten Sektor noch sowas findet. Ich würde sagen, wir verkaufen die Scrap Recovery Arms. Die brauchen wir definitiv nicht mehr. Die Long Range Scanner, klar, die behalten wir. So, wir können eh nur zwei Einheiten für Drohnen haben und ich glaube mit Verteidigung und Hüllenreparatur ist in Ordnung, Systemreparatur, dafür haben wir hier unsere zwei Engi an Bord. Das sind ja hier so Alex und Fähnrich Pupufuchz. Die haben alle Gold Skills, geil. Davian ist auch, boah, der ist auch gut. Oder die, oder S ist auch gut. 209 haben wir noch. So, Drohnen Recovery Arm. Wir haben 15 Drohnenparts. Das müsste eigentlich auch für den Endkampf langen. Ist, glaube ich, rausgeschmissenes Geld. Sprit sowieso, denn wir kriegen 10 Sprit nächste Runde. Wir haben 10 Raketen, wir haben Breach 2. Werden wir 10 Stück mit dem Ding abfeuern können? Vielleicht kaufen wir 2 Raketen, auf Nummer sicher zu gehen. Wir kaufen noch 2.
So. Schauen wir uns unser Schiff an. Die passiven Systeme. Sollten wir die noch verbessern? Ich würde sagen, Türensystem ist eine sinnvolle Sache. Medbay ist noch eine sinnvolle Sache. Mehr Power geht sowieso nicht mehr. Wir könnten statt dem Ionenblaster könnten wir das Breach-System nehmen. Ja, das ginge. Die Sensoren brauchen wir, glaube ich, nicht. Den Teleporter können wir ansonsten nochmal upgraden. Ich wäre ja dann doch irgendwie für Teleporter und Medbay. Und nochmal Antrieb vielleicht. Einfach nur, um die Ausweichchancen zu erhöhen. Aber gegen den Drohnenkampf bringt uns das nicht viel beim Endboss. Also die kritische Phase ist ja die Phase mit den Drohnen. Just saying. Und da wollte ich auch nochmal was ausprobieren. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Schiff haben wir ja schon mal freigeschaltet. Das ist ja wichtig. Wie lange geht die Aufnahme jetzt? Eine halbe Stunde ungefähr. Zwei Punkte für den Motor. Gut zum Ausweichen. Autopilot brauchen wir nicht wirklich, denn ich habe nicht vor. Ich habe nicht vor, ihn hier raus zu bewegen. Also, Rap the King Junior ist halt der Überpilot momentan. Was halt sehr geil ist. Ich glaube, Lieutenant Hodenmums erhöht auch nur die Geschwindigkeit, bis unser Antrieb wieder aufgeladen ist. Also, die Ausweichwahrscheinlichkeit erhöht er, glaube ich, nicht. Insofern wäre, glaube ich, ein Upgrade für den Teleporter gar nicht so schlecht. Dann könnten wir noch zur Not noch Davian und Hodenmums zum Gegner rüber beamen. Kostet 90. Sauerstoff machen wir auch noch. So. So machen wir das. Und dann können wir, wenn es drauf ankommt, noch den Artillery Beam runterschalten. Ja, ich glaube, so könnten wir das machen. Okay, jumpen wir. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir müssten hier hin. Von hier hin kommen wir nicht zum Ende, ne? 1, 2, 3. Ja, das müsste aber auch noch gehen. Dann fliegen wir erstmal hier hin. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Ein Energy Fighter, der Sultan. Sie wollen unsere Identifikation haben und weil wir nicht mit ihm schwätzen können, wir haben nämlich keinen Sultan an Bord, müssen wir jetzt mit ihnen kämpfen. Systeme sind mittelgefährlich, würde ich sagen. Nee, warte, ich will erst schießen, wenn die alle auf einmal bereit sind. Sie haben eine Medbay. Die müssen wir ausschalten. Okay. Oh Gott, das war ja voll der Treffer, ha? Alter, der hat mir zwei Schildpunkte abgezogen. Fiese Sache. Okay, die Medbay, ist ausgeschaltet, meine ich. Schalte die Systeme mal alle runter. Teleportiere mal meine Jungs in die Medbay. So. Und dann nimm mal die Jungs hier noch mit rüber. Die kommen nämlich auch noch zum Einsatz. Halten wir es noch aus da, ich denke schon. Wir haben das Schiff gleich besiegt. Okay. Rüber mit euch.
So, ich hoffe, ich kann die vier alle rausbeamen. Jawohl, das geht. Ab in die Medbay. Ja, sind schon geheilt, gut. Dann ihr bitte auch in die Medbay. Ich glaube, du musst gar nicht, ne? Lieutenant Hodenmums ist nämlich noch fit. Okay, okay. Okay. Powern wir das mal runter. Und, oh, dann haben wir sogar noch einen Punkt Systempower übrig. Machen wir jetzt noch einen Antrieb. Also mit dem Setup scheint es gut zu gehen. Springen wir hier hin. Wir müssen sogar dahin. Das ist ein Felsenmenschenschiff. Okay. Die Leute sind wohl auf der Flucht vor der Soltan-Grenzpolizei. Die eröffnen das Feuer auf uns. Sie haben eine Rakete am Start. Da sie eine Medbay an Bord haben, bietet es sich für mich nicht an, sie direkt Defense-Drohne raus. Ja, da sie eine Medbay haben, bietet es sich für mich nicht an, sie zu erobern. Und wir schießen komplett auf ihre Waffensysteme. Zumindest die Rakete müssen wir abfangen können. Und wir haben ja hier mit Commander Popoklatsch, haben wir hier eigentlich einen super Waffenkommandanten. Der müsste eigentlich schneller sein als die anderen. Gut. No, you are toast. Gut, dann haben wir die platt. 65 Scrap kriegen wir. Zwei Raketen und einen Sprit. Ja, ich hätte jetzt gerne noch einen Drohnenteil gehabt. Okay, jumpen wir zum Exit. Und wir können einfach weiter. So, The Last Stand. Ballistophobia Achievement. Aha. Ich glaube, ohne Raketen eingesetzt zu haben oder so ist das. Ja, Leute, dann seht ihr, wenn wir mit der USS Space Dick, Captain Rap the King Jr., Commander Popo Klatsch, Lieutenant Hodenmums und Fähnrich Pupufurz den Endboss angreifen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.